denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Willkommen zurück, Leute. Heute spielen wir mal ein bisschen weiter. Da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mal schauen, wie lange. Weiß ich noch nicht ganz. Werden wir mal sehen. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und über jedes Abo würde ich mich freuen. Und ihr wisst, jedes Däumchen ist ein Träumchen. So, jetzt gucken wir mal, mit wem wir noch nicht geredet. Das war der Kartenspieler, mit dem haben wir letztens schon geredet. Mit dem glaube ich noch nicht. Gucken, ob der was zu sagen hat, was uns weiterhilft. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Okay, was antwortet man da mal? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter. Nicht wundern, wenn es ein bisschen raschelt oder knackt. Ich esse nebenbei ein bisschen was und trinke was. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Erraten, es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Okay. Ist hier noch irgendeiner, mit dem wir reden können? Okay, mit den Zwillen hatte ich ja, glaube ich, schon geredet. Hä? Gehen wir mal zu denen, ob es jetzt... Ja. Was ist denn, Wolf?
Bis später, Wesemir. Haben anscheinend noch nicht genug geredet. Ich habe genug getrunken. Alles dreht sich. Das ist nicht der Fusel, sondern Hexerei. Ich habe genug getrunken. Verschwinde! Wir reden nicht mit dir! Okay, die reden nicht mit mir? Na toll. Brauchst du sonst noch was? Magst du das Gesetz Nilfgaards? Was gibt's da zu mögen? Es ist wie jedes andere auch. Man wird besteuert, dies und das wird requiriert. Aber sie sichern den Frieden im Dorf. Das muss ich ihnen lassen. Trauerst du nicht um Temerien? Ich habe vor einem halben Jahr darum getrauert, als König Volkrest ermordet wurde. Jetzt will ich nur Frieden. Leb wohl. Au! Okay. Gehen wir mal raus. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Na, die sind ja freundlich zu mir. Wir regieren mal nett. Ich habe nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Scheiße! Reißt ihm die Eier ab! War nett, euch zu treffen. Okay. Hey, bleib stehen, ich will mit dir reden. Der redet nicht mit mir. Was willst du? Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Hallo? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaard. Was willst du? Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Ja, ich muss erstmal so ein bisschen mit der Steuerung hier klarkommen, mit dem Laufen. Der reagiert zu schnell. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay. Chetty. Hör mir gut zu. Du singst das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Chetty. Was willst du? Chetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Wenn ich dich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut, gießt ihn mit großen Schlucken runter, so schnell wird der nicht wieder munter. Eins, zwei, drei, die alte Hex kommt vorbei. Okay, kann
rufen? Ist es Pferd rufen? Ach, das ist... Ich wusste ja nicht, dass der Weg so weit ist. Alles wird gut. Mach langsam. Sonntagsreiter hier. Alarmarschig reiten. Mal schnell einen Wolf erlegt. Weiter so, Plätze. Langsam. Halt, hier wird was grün angezeigt. Langsam, langsam. Was hat er denn? Muss man nicht verstehen. Wovor die gerade Angst haben. Vor dem Ding hatten die Angst. Möge die Sonne auf dich scheinen. Schneller. Langsam, langsam.
Hä? Lass mein Pferd in Ruhe. Mein Pferd wird nicht angeknabbert. Soweit kommt's noch. Oh, die armen Tiere, ja. Oh. Jede Menge Zeug. Alles mitnehmen. Ich sehe schon kommen, ich habe irgendwann so viel gesammelt und will nichts. Oh, Entschuldigung Leute, bin ans Headset gekommen und will dann bestimmt wieder nicht abgeben. Okay. Ja, komm her. Los, los! Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Halt! Absteigen. Willkommen am Arsch der Welt. Okay. Mhm. Okay. Heil Herr Seer. Mögen die Götter dich schützen. Ist ja ein Wunder, dass sie hier hinten mal freundlich sind. Oh, ich brenne. Nordling? Weil sonst sind die doch immer alle so unfreundlich. Ja? Aber so richtig reden wollen sie trotzdem nicht. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm! Okay. Colteis Griffian Essanval. Loir Reinhard Fein. Nein. Ebstrede. Marsan Dern Karbat. Schon von der Friedensbrigade gehört? Ja, wir gehen erstmal hier zum Turm. Anderlinge. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Ich weiß. Dass... Losung? Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vom Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort? Im Scherzen bist du gut. Und im Falschen? Kannst du das auch? Zeig mir deine Waren. Okay.
Schwert. Aber eigentlich reicht meine Waffe, ne. Es gibt keine Gegenstände zu reparieren. Okay. Also sehe ich schon, ich bin schon wieder in dem Spiel so leicht ein wenig. Überfordert. Ja, na, fuchs uns schon Stück für Stück irgendwie hier rein. Ich hoffe, ich habe nicht einen Teil meiner Rüstung jetzt irgendwie verkauft, weil ich aus Versehen X vorn gedrückt habe. Aber reparieren stand Viereck. Naja, egal. Bis dann. Dings, Biberich. Ja, gehen wir erstmal in den Turm rein. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ja, der ist doch mal nett. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wattgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ja, abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Ja, ich trinke gerade meinen lecker seltsam. Kaffee, also Latte Macchiato. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn?
Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Okay. So, ich beende erstmal die Aufnahme.